Die Europäische Union richtet sich für die Zukunft neu aus. Die Staats- und Regierungschefs unterzeichneten in Lissabon den EU-Reformvertrag. Er soll die erweiterte EU handlungsfähiger machen. Das Grundgesetz hat die Verfahrensweise für den Fall, dass eine neue, dem Grundgesetz übergeordnete Verfassung in Kraft treten soll, in Artikel 146 ausdrücklich und klar geregelt. Dort heißt es, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Dieses Dauergerede der Politiker, dass ja die Demokratie gestärkt wird durch den Vertrag von Lissabon, ist ja nun vom Bundesverfassungsgericht widerlegt. Nicht? Denn die Stärkung des Europäischen Parlaments bedeutet gar nichts. Jedenfalls nicht ein Mehr an Demokratie, in gar keiner Weise. Das Grundgesetz sagt Ja zum Lissabon-Vertrag, verlangt aber auf nationaler Ebene eine Stärkung der parlamentarischen Integrationsverantwortung. Es erlaubt aber nicht den Beitritt zu einem europäischen Bundesstaat. Für einen solchen Akt wäre in Deutschland eine Verfassungsneuschöpfung notwendig. Das Urteil hat ein Verfahren abgeschlossen, aber die politische Notwendigkeit, sich mit diesem Vertrag zu beschäftigen, in gar keiner Weise beendet. Es gibt ja immer noch die Hoffnung, dass vielleicht die Iren erneut unser aller Freiheit verteidigen. Die Iren haben den EU-Reformvertrag abgelehnt und die Gemeinschaft damit in eine Krise gestürzt. Bei der Volksabstimmung votierte die Mehrheit der rund 3 Millionen Stimmberechtigten mit Nein. Der EU-Reformvertrag kann nur in Kraft treten, wenn alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen. Irland ist das einzige EU-Land, in dem die Bürger direkt über den Vertrag entscheiden konnten. Der Ratifizierungsprozess, so die Botschaft, der muss weitergehen. Und das Kalkül dahinter ist, wenn jetzt eben alle Ende des Jahres 26 Staaten ratifiziert haben, außer eben Irland, dann wächst doch gewaltig der Druck auf das kleine Land. Und vielleicht kriegt man mit juristischen Ausnahmeregeln doch noch die Iren mit ins Boot. Also haben sich die Iren geirrt? Ja. Ganz Europa ist vom Imperium beherrscht. Ganz Europa? Nein. Ein kleines keltisches Völkchen auf einer irischen Insel, trotzdem Imperium. Die Iren, diese Verrückten, wollen, dass die Kirche im Dorf bleibt. Aber sie sind nicht bereit zu Kreuzzügen auf anderen Kontinenten. Die Iren wollen keine Legionäre stellen für das Imperium. Und ich bin überzeugt, dass sie auch am 2. Oktober wieder für eine Überraschung gut sein werden. Wenn die Kelten Widerstand leisten, dann müssen auch die Römer, die Hellenen, die Wikinger, die Gallier und auch die etwas lahmarschigen Germanen aus dem Knick kommen. Es ist Pflicht, dass die Völker miteinander im Frieden leben. Und im Frieden können sie am besten leben, wenn ihre Verhältnisse rechtlich geregelt sind. Aber das kann ja nun gar keiner Weise heißen, dass aufgebaut wird eine Tyrannis. Und der Großstaat, auf den die ganze Entwicklung hinzielt, erklärtermaßen, der Vertrag von Lissabon ist nur ein Zwischenschritt, der wird in keiner Weise freiheitlich sein. Er hat keine Chance, freiheitlich zu sein. Er hat keine Chance, demokratisch zu sein. Er hat keine Chance, ein Rechtsstaat zu sein. Wenn der Lissabon-Vertrag in Kraft tritt, haben wir als deutsche Bürgerinnen und Bürger kaum noch Mitwirkungsmöglichkeiten, weil dann alles in Brüssel entschieden wird und unsere Abgeordneten nichts mehr zu sagen haben.
Unsere eigenen Politiker sind gerade dabei, unser Grundgesetz abzuschaffen und die Macht in noch weniger Hände nach Brüssel und Straßburg zu legen. Das kann nicht sein. Es ist unglaublich. Wir werden militarisiert. Wir werden dazu forciert, aufzurüsten. Angriffskriege, wie sie in unserem Grundgesetz geächtet sind, sind nicht mehr geächtet, sondern sind Teil des politischen Programms. Staatschefs allein entscheiden über Krieg und Frieden und können sich verbünden zum Militär einsetzen. Was da passiert, ist ein faschistischer Bundesstaat, der das One-Man-One-Vote-Prinzip nicht mehr respektiert und kein demokratisches Organ ist, sondern ein faschistisches Regime. Und deshalb sagen wir Nein zum Vertrag von Lissabon. Das Besondere ist, dass sehr viele junge Leute da sind. Der Altersdurchschnitt ist deutlich jünger als bei anderen Demonstrationen, die man so mitbekommt. Und das liegt darin, dass sich hier eigentlich das neue Protestpotenzial aus dem Internet trifft und zusammenfindet. Eigentlich ein neues Phänomen. Wir haben einen neuen Antifaschismus, der Faschismus nicht definiert als Wiederkehr der Vergangenheit, sondern der vor dem Faschismus der Zukunft Angst hat. Wir sind keine Revoluzzer, die hier alles chaotisieren und destabilisieren wollen, sondern wir wollen das tun, was eigentlich Aufgabe der Volksvertreter im Bundestag wäre, nämlich die demokratische Ordnung zu verteidigen gegen einen ungeheuerlichen Angriff namens Lissabonner Vertrag. Ich habe mit Polizisten geredet heute, deren Gewerkschaft schon mitbekommen hat, wofür sie bald eingesetzt werden sollen. Und da sind Polizisten dabei, die fürchten diese EU-Diktatur, muss man so sagen, mindestens genauso wie wir. Und insofern haben wir da durchaus Gleichgesinnte, die wir jetzt noch besser hier informieren müssen, damit sie wissen, was Sache ist. Ja. Politik, richtigerweise, darf nur eins sein: Verwirklichung des Rechts. Recht kann man nur stützen auf die Freiheit der Menschen. Aber die Freiheit wird ja in Deutschland glänzend missverstanden. Ja? Die Freiheit ist natürlich nicht das Recht, andere von Schienbein zu treten. Damit wird sie im Augenblick also nun voll und ganz verwechselt. Und unsere Entwicklung in der ganzen Welt beruht ganz wesentlich auf einem Missverständnis des Freiheitsbegriffs. Ja? Dass jeder tun und lassen dürfe, was er will, wenn er nicht gegen Gesetze verstößt. Freiheit ist immer nur das Recht auf Recht. Jeder darf tun lassen, was er will, wenn er einem anderen nicht schadet. Ja, das ist Freiheit. Immer muss man den anderen berücksichtigen bei seinem Handeln. Ja, das Handeln ist immer zwingend sittlich verpflichtet. Sittlich verpflichtet heißt nichts anderes als dem Sittengesetz verpflichtet. Das Sittengesetz ist nichts anderes als der kategorische Imperativ. Anders können Menschen nicht zusammenleben, wenn sie akzeptieren wollen, dass auch der Mitmensch ein freier Mensch ist. Wenn sie ihn akzeptieren als Menschen. Und da muss ja wohl die Grundlage der Rechtsordnung sein. Es ist nicht wie bei uns im Grundgesetz in Artikel 1, die Menschenwürde ist unantastbar. Nein. Die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, das ist das Prinzip des Vertrags von Lissabon und der EU-Verträge. Zum Beispiel hat die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs die deutsche Unternehmensmitbestimmung beseitigt. Der Europäische Gerichtshof sagt, aufgrund des Herkunftslandprinzips, das aus der Niederlassungsfreiheit hergeleitet wird, dass wenn ein Unternehmer in Deutschland tätig wird, er sich richten darf, nach dem Land, aus dem er kommt, nach dem Herkunftsland. Im Augenblick werden schon fast die Hälfte der neuen mittelständischen Unternehmen als Company Limited, als Limited kurz, gegründet in Deutschland. Also man muss die noch gründen im Ausland, also in London, Paris und kann dann in Deutschland damit agieren, kann auch Größtunternehmen in diese Rechtsform überführen. Eine Ungeheuerlichkeit. In Deutschland, seitdem gelten in Deutschland 27 Rechtsordnungen. Wer weiß denn das von den Abgeordneten? Bis zu dieser Rechtsprechung konnte man Unternehmen in Deutschland nur nach deutscher Rechtsform betreiben. Weil auf diese Weise hatte man mehr oder weniger die Unternehmen im Griff. Das Herkunftslandprinzip, hergeleitet aus den Grundfreiheiten, hat verheerende Wirkung. Zum Beispiel ein Unternehmer, der Dienstleistungen in Deutschland erbringen will, im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit, darf die erbringen,
nach dem Recht seines Herkunftslandes. Also er kommt gegebenenfalls aus Polen, bringt also eine ganze Menge Ukrainer mit, denn die darf man in Polen beschäftigen nach polnischem Recht. Und dann, wenn er nach polnischem Recht beschäftigen darf, kann er sie nach dem Herkunftslandprinzip auch in Deutschland einsetzen, wenn er Dienstleistungen erbringt. Und dann er darf sie insbesondere bezahlen, wie in Polen. Gleichzeitig auch Lebensmittel. Die richten sich natürlich nach, in ihrer Eigenart nach dem Herkunftsland. Also wenn die in Italien legal sind, sind sie auch in Deutschland legal. Da haben wir gar nichts mehr zu sagen. Das hat die Lebensmittelstandards bis zu 1500% abgesenkt. Also die Pestizidgrenzen und so weiter und so weiter. Also eine ganz deutliche Schwächung des Verbraucherschutzes durch das Herkunftslandprinzip. Und da könnte man jetzt unendlich viel sagen und reden, was allein mit dem Herkunftslandprinzip verbrochen wird. Wir hätten diese Wirtschaftskrise, die eine Finanzmarktkrise ist, in keiner Weise, wenn nicht die Kapitalverkehrsfreiheit da drin stünde. Der freie Kapitalverkehr darf nicht beschränkt werden gegenüber den Mitgliedstaaten und gegenüber allen dritten Ländern dieser Welt. Wir haben also uns verordnet eine weltweite Kapitalverkehrsfreiheit. Diese Kapitalverkehrsfreiheit ist die Grundlage dieses entfesselten Kapitalismus. Nur das hat es möglich gemacht, dass diese angesprochene ungeheure Schuldenpyramide durch kreditäre Geldschöpfung aufgebaut werden konnte, die jetzt uns alle in Mitleidenschaft zieht und natürlich dazu führen wird, dass die Bevölkerung, ja, und nicht nur unsere, den Gürtel enger schnallen muss, sehr viel enger. Viele Völker leiden schon erheblich darunter, Ungarn, die baltischen Staaten und andere. Dieses Verbrechen, ja, ist politisch verantwortet, nur wesentlich politisch verantwortet. Die Unternehmer, die Banken haben das daraus gemacht, was ihnen zugestanden wurde. Sie tun immer das, was sie können, wenn man es nicht unterbindet. Aber noch schlimmer ist die Militarisierung. Der Zwang zur Militarisierung ist in Artikel 42 dieses neuen EU-Vertrags ausdrücklich formuliert. Ständige Aufrüstung. Und noch skandalöser, es sind ausdrücklich Gründe für Angriffskriege formuliert. Können wir denn eigentlich Vertrauen haben zu diesen NATO-Regierungen, die dieses Europa nach außen hin gestalten wollen? Ich schaue nach Afghanistan. Wir alle haben zur Kenntnis genommen, was dort gestern passiert ist. 40 bis 50 Zivilisten wurden bombardiert von der amerikanischen Luftwaffe. Es ist ganz eindeutig, dass die Piloten wussten, wer dort unten ist. Da waren keine Taliban mehr. Die waren vorher abgerückt und hatten der ansässigen Dorfbevölkerung erlaubt, den vorher geklauten Dieseltankwagen leer zu zapfen. Das ist für die hungernden armen Afghanen bares Geld. Das bedeutet das Überleben der Familie für mehrere Tage. Natürlich kommen sie alle, obwohl sie wissen, dass das gefährlich ist. Die sind einfach zu arm. Die haben gar keine Zeit, darüber nachzudenken, ob sie diesen Diesel klauen oder nicht. Das ist die Wahrheit. Wie kommen wir dazu? Wir haben Satelliten, wir haben Drohnen und wir haben schließlich die Kampfjägerpiloten selber, die sehen konnten, dass da Kinder am Werke waren. Ich habe kein Vertrauen in eine Europäische Union, die da mitmacht. Dazu muss man wissen, dass die EU die UN-Konventionen, auch die UN-Menschenrechtskonvention, nicht anerkennt. Sondern es gilt die sehr viel schwächere europäische Menschenrechtskonvention. Und da steht ausdrücklich drin, bei Aufruhr oder Aufstand darf gezielt getötet werden. Liebe Leute, wollen wir das? Ist das unsere Demokratie? Es gibt keinen Rechtsstaat ohne Demokratie. Die Demokratie heißt Verwirklichung der allgemeinen Freiheit. Und Rechtsstaat heißt nichts anderes. Rechtsstaat will das verwirklichen, muss das verwirklichen durch Gesetze. Gesetzlichkeitsprinzip. Aber nur Gesetze, die demokratisch erlassen sind, verwirklichen das Recht. Alle anderen Gesetze sind Verletzung der Freiheit. Herrschaft ist Verletzung der Freiheit. Herrschaft ist der Gegenbegriff zur Freiheit. Ein Gericht, das mindestens 20 Mal von Herrschaft redet, hat von Freiheit nichts begriffen. Ist auch nicht die richtige Instanz, um die Freiheit zu verteidigen. Wollen wir Freiheit oder wollen wir Herrschaft?
Müssen wir nicht Angst haben, wenn Amerika pleite ist und die EU auch, dass sie dringend von diesem Misserfolg ablenken müssen und fangen deshalb einen Krieg an, vielleicht gegen Iran, vielleicht mit Uranbomben, weil das die einzigen sind, die die tiefliegenden Bunker knacken können? Was wird wohl die Rolle einer undemokratischen EU sein in einem solchen Krieg? Na klar, wir sind ganz vorne mit dabei. Das ist unser neues Europa. Das ist die Sicherheitspolitik, die dieses Europa unter dem Lissabon-Vertrag betreiben wird. Und wir werden keine Einredemöglichkeiten haben. Schon jetzt, wo wir die Möglichkeiten haben, sagen wir ja zu jedem Mumpitz ja. Und 90% der Abgeordneten stimmten im Bundestag für den EU-Reformvertrag. Der Bundesrat muss ihn im Mai noch bestätigen. Da liegt ein ganz großes politisches Problem, nämlich das Problem der Negativauslese unserer Abgeordneten. Ja, und da ist unser Wahlsystem schlicht und einfach nicht in Ordnung. Und die Parteien, die haben ja eigentlich die Aufgabe, klingt jetzt ein bisschen komisch, die Besten des Volkes, die am besten geeignet sind, die Politik zu machen, auszuwählen, vorzuschlagen, zur Wahl zu stellen, aber das schaffen sie in gar keiner Weise. Nicht? Das Parteiensystem ist so, dass ich eben gerade charakterlich ganz andere Kräfte durchsetzen. Es haben die vier konventionellen Parteien, CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne, für diesen Vertrag gestimmt. Sie haben für die Begleitgesetze gestimmt. Die Begleitgesetze, die ausdrücklich die Auflagen des Bundesverfassungsgerichts missachten. Das überfordert unsere Abgeordneten nun weiß Gott, dass sie ein solches Vertragswerk verstehen. Da haben wir nicht die Richtigen ausgesucht, die also dann auch wirklich in der Lage sind, die schicksalhaften Entscheidungen wirklich zu verantworten. Denn die erste Voraussetzung einer solchen Verantwortlichkeit ist ja, dass man weiß, was man tut. Und dann muss man eben diese Texte nicht nur lesen, das genügt in gar keiner Weise, sondern auch verstehen. Und diesen Vertragstext kann man nur verstehen, wenn man die ganze Geschichte der europäischen Integration kennt und insbesondere die Rechtsprechung dazu. Insofern kann man ja verstehen, wenn die Abgeordneten auch nicht verstehen, worum es geht. Die Abgeordneten im Bundestag haben nicht mal eine konsolidierte Verfassung bekommen. Die wissen überhaupt nicht, was da drin steht. Ich habe mit den Abgeordneten bei mir in Duisburg geredet und keiner wusste, was in diesem Vertrag steht. Wir werden aufrüsten und wirtschaftliche Freizügigkeit steht über den Menschenrechten. Das heißt, zuerst die Wirtschaft und dann der Mensch, wenn es um eure Gesundheit geht. Und ihr wisst es nicht, weil euch die Medien schlampig informieren. Der Bundesrat hat heute dem EU-Vertrag von Lissabon zugestimmt, der Reform der europäischen Institutionen. Hallo ARD, wir kommen. Wir brauchen keine terrestrischen Sender, um zu lügen. Wir nehmen das Internet und sagen die Wahrheit. In einem solchen Klima kann man natürlich nicht erwähnen, dass die CIA maßgeblich an 9/11 mitgewirkt hat. Gell? Das geht einfach nicht. Wir haben Regierungen, die sich nicht zu kriminell sind, die sich nicht zu verbrecherisch sind, um ihre eigenen Geheimdienste zu benutzen, um in ihren eigenen Heimatländern Terroranschläge mitzuorganisieren. Die Sache, ihr Lieben, ist bewiesen, bewiesen, bewiesen. Diese Typen werden uns verwurschten, wenn wir sie nicht stoppen. Das ist es. Der Europäische Gerichtshof. Der praktiziert ohne jede Einschränkung den Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor den nationalen Rechtsordnungen. Auch den Vorrang vor den Verfassungsgesetzen. Ständige Rechtsprechung. Das Bundesverfassungsgericht sagt was anderes. Ist aber noch nie praktisch geworden. Das Bundesverfassungsgericht macht Einschränkungen. Auch andere Gerichte, der tschechische Verfassungsgerichtshof macht Einschränkungen. Am deutlichsten macht Einschränkungen der polnische Verfassungsgerichtshof. Aber was bedeutet das? Es setzt sich durch in der Praxis aufgrund der Verfahrensregelung der Europäische Gerichtshof. Österreich ist da ganz brav und akzeptiert die Rechtsprechung des Europäischen Verfassungsgerichtshofs Gerichtshofs voll. Ja? Und unterwirft seine Rechtsordnung uneingeschränkt der Gemeinschaftsrechtsordnung. Also
Da kann noch so viel stehen im Grundgesetz. In unserem Verfassungsgesetz maßgeblich ist die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Ein derart zentralisiertes Europa wird doch ein gefährliches Europa nach innen und nach außen. Nach außen, weil wir auf amerikanischen Befehl Kriege führen müssen, einsteigen müssen. Rohstoffsicherung nennt man das in den Gremien und dem Volk wird erzählt, wir müssten für unsere Interessen einstehen. Aber warum mit der Waffe? Und sehr wichtig ist auch die Sicherheit nach innen, die leiden wird, durch Überwachungsstaat, durch zu viel Polizeigewalt. Das kann doch so nicht gut sein für Europa. Wir müssen also darauf achten, dass die Freiheitsrechte gestärkt statt verringert werden, wenn wir uns zentralisieren. Sonst wird das Ganze einfach nur ein diktatorischer Zentralstaat werden. Nicht das Ziel der Menschen in Europa, eindeutig nicht. Das Wichtige ist doch, wenn wir Europa zusammenfügen wollen, natürlich müssen die Völker auf Teile ihrer Rechte verzichten, keine Frage. Aber man muss es halt balancieren. Es muss halt so sein, dass dafür, dass die Zentralgewalt gestärkt wird, auch das sogenannte plebiszitäre Element, also die Mitbestimmung der Bevölkerungen, gleichzeitig gestärkt wird, damit eine Balance hergestellt wird zwischen der Zentrale und den einzelnen Völkern und den Regionen in Europa. Das wäre ein demokratisches Europa. So wie es jetzt im Lissabonner Vertrag vorgesehen ist, ist es ein garantiert fertig geplantes, undemokratisches Europa. Das können wir nicht gutheißen. Dass es hinterher so weit geht, dass nicht nur Sachen wie eure Wasserversorgung oder euer Theater privatisiert werden, sondern sogar eure Schulen und ihr nicht mehr darüber bestimmen könnt, was eure Kinder lernen. Ja, es ist eine Konzerndiktatur, in die wir gedrückt werden. Und das wird keinem irgendwie hier in Deutschland klargemacht und europaweit anscheinend auch nicht. Und wir möchten die Iren dazu animieren, Nein zu sagen und sie darüber abstimmen dürfen, weil wir es nicht dürfen. Darf man wieder schießen? Laut dem Vertrag ist es legales Blutvergießen. Selbst wenn sie friedlich wie damals in der DDR demonstrieren, ohne dass da irgendwas passiert. Allem steht. Wir wollen Frieden, dafür brauchen wir Mitbestimmung. Wir wollen soziale Gerechtigkeit, dafür brauchen wir Mitbestimmung. Und wenn wir die nicht bekommen, werden wir sie uns holen. Wir wollen mehr Mitbestimmungsrechte an Europa. Wir wollen nicht einfach zusehen, wie die Nationen Rechte an die Zentrale abgeben.
Und das soll es dann gewesen sein. Das kann nur den Konzernen gut tun und den Mächtigen. Uns Menschen tut es schlecht. Und das ist messbar. Leo Tolstoi hat einmal gesagt, solange es Schlachthäuser gibt, wird es auch Schlachtfelder geben. Wir kämpfen gegen Krieg an mehreren Fronten, weil ein Krieg stattfindet, unbeachtet von der Öffentlichkeit. Der Krieg Menschen gegen Tiere. Aber genauso setzen wir uns ein gegen den Krieg Menschen gegen Menschen. Und deshalb rufe ich Sie auf. Haben Sie den Mut, eine friedliche Revolution in diesem Lande zu beginnen. Ja. Endlich dieses System zu ändern. Ja. Damit wir wieder Frieden haben und eine menschliche Politik.